auf in den Kampf. Herr Sikutor Mewix. Konstrukte, Stellung halten! Unser Sieg ist nah! Gewalt nutzt uns hier nichts. Es sind zu viele. Zeit für eine neue Strategie. Stellt euch tot. Leichen sammeln sie immer ein für neue Teile. Geht vor. Ich sorge für Ablenkung. Kommt her, Verräter! Das Haus der Konstrukte wird fallen! Ergreift diesen Narren! Mewix wird seinen Verrat büßen. Der Rest von euch durchkämmt die Felder. Füllt die Leichendepots. Also, ob die das nicht merken würden, dass ich noch lebe. Aber okay. Ich bin AFK. Super, ich bin AFK. Oh, da liegen sogar Kyrianer und so. Entkommt aus dem Leichenhaufen. Ich muss mich, glaube ich, erstmal raus. Weg damit. Da liegen Leichen auf mir drauf. Weg damit. Noch eine. Noch bin ich keine Leiche. Oh, es sind nicht alles Leichen. Die anderen. Könnt ihr mir helfen, sie zu finden? Nein, Kyrianer. Aspirant Charles. Muss ich gerade mal gucken, in der Gilde sagen sie gerade, dass hier bei den Conduits manches ein bisschen merkwürdig ist. Also klassentechnisch. Ich denke mal, wenn, dann wird das bestimmt gefixt. Ja, mal abwarten, so weit bin ich ja noch nicht. Bin immer noch AFK. Das sollte eigentlich nicht so sein. Okay, jetzt sollte natürlich der hier nicht sehen, dass ich hier rausgekropselt bin. Also dem müsste es ja aufgefallen sein, es sei denn, er pennt. Mal gucken. Ich höre. Eure Stimme. Ihr seid kein Maldraxi. Nein. Die meisten wurden bei ihrer Ankunft abgeschlachtet und ihre Glieder entledigt. Das waren diejenigen, die Glück hatten. Glück? Der leitende Chirurg entschied, dass das Einzige, was sich bei mir der Entnahme lohnte, meine Augen waren. Danach wurde ich entsorgt und man ließ mich verrotten. Archon, schütze mich. Die Schreie. Ich denke, in der Nähe werden noch weitere Überlebende gefangen gehalten. Könnt ihr mir dabei helfen, sie zu befreien? Rette die Seelen in den Sammelpferchen. Gebt die Hoffnung nicht auf. Wir müssen die Überlebenden befreien. Okay, diese Richtung. Oh, was haben wir denn da für ein Tierchen? Haben wir das schon? Eine pulsierende Made, okay. Aber wenn wir jetzt hier anfangen zu schnetzeln, ich hoffe, wir müssen nicht schnetzeln, dann wäre das schon sehr auffällig. Hippokos, was haben sie euch angetan? Könnt ihr sprechen? Irgendwo nicht. Ah, wir brauchen einen Schlüssel. Und wo kriegen wir die vom Wächter? Sind alle schon tot. Vielleicht. Ja, ein Schlüssel. Und der da passt. Da hinten wäre auch noch einer. Ach, zu spät. Ah, der schnappt sich irgendwas und schleppt hier rum. Hä? Irgendwas Vogeliges, was so aussah wie er. Ich glaube, denen ist nicht mehr zu helfen.
Pyntia. Okay, wir brauchen da für jeden einen Schlüssel. Manchmal reicht ja einer. In dem Fall wohl nicht. Könnt ihr? Der Archon sei Dank. Dafür werden diese Monster bezahlen. Und weg ist sie. Na, ich hoffe, die hilft uns dann später auch mal noch ein bisschen. Ein Leichenhund, den brauchen wir nicht. Der hat bestimmt keinen Schlüssel dabei. Wenigstens hat auch jeder einer dabei, einen dabei. Zumindest bis jetzt. Da hinten einer und da drüben. Ich schätze mal, dass da drüben wird dann da der Mavix sein. Oder sitzt er hier drin? Ein maldraxischer Soldat? Nee, das ist der Feind! Nein, das ist nicht der Feind. Nicht alle sind so. Das ist mein Kollege. Gut, ihr seid unversehrt. Ich sichere draußen. Okay, ich wollte gerade fragen, kommt er jetzt mit? Anscheinend nicht, jetzt brauchen wir noch Kuh und Koa. Irgendwo da hinten. Könnt ihr die Spitze erreichen? Die Spitze? Ich glaube, erstmal dich befreien, oder? Links! Rechts! Lauf! Das andere rechts! Sind übereinander. Und rennen voll durch die Wache. Super, ihr müsst ein bisschen aufpassen, sonst seid ihr gleich wieder in so einem Käfig. Nur 4 Überlebende. Ich weiß, ich sollte dankbar sein, dass es überhaupt welche gibt, aber... Was für Monster würden so etwas tun? Und das auch noch bei ihrem eigenen Volk. Sie haben Kyrianer eingesammelt und unsere Leichname für irgendein düsteres Vorhaben. Und was auch immer sie planen, wir müssen es aufhalten. Ich habe gehört, wie sie über 3 Personen gesprochen haben, die wohl das Sagen haben. Wir müssen sie finden und ausschalten. Töte Dr. Hivil, Tabulator Hymeris und Entzieherin Zwan. Möge der Mut euch Verantwortlichen. Müssen für diese Schrecken büßen. Ja, ja, okay. Oh, es gibt einen Flugpunkt. Da oben. Wie kommt denn der dahin? Spinnenwacht. Oh, okay. Der Ruber. Okay, hier müsste jetzt ziemlich alles landen. Ah, okay, da ist der Mavix, aber zu dem müssen wir erst später. Dann sind wir ein bisschen zu früh. Hannibal. Okay, das ist ein totgenähter Koloss. Den nehmen wir uns auch für später vor. Jetzt müssen wir erstmal unseren Auftrag erledigen. Das gute Leder. Und die guten Knochen. Geringes Amalgam. Der Tabulator zählt Leichen wie Münzen. Na dann. Er zählt nicht mehr lang.
noch eine Leiche zum Einsammeln. Mich nicht. Ups, was ist das? Hutenköpfe. Gut, dass ich kein Nahkämpfer bin. Meine Pets sind ja glücklicherweise doch relativ resistent gegen sowas. Meine Teile müssen gezählt. Ja, das ist ihm natürlich am wichtigsten. Ups. Sauerfleischauswuchs. Lecker? Und vor allem, man muss sich das ja immer auch alles noch ausdenken. Irgendjemand denkt sich diese Dinge ja aus. Das ist das Erschreckende daran. Sie eine Schatzkiste. Experimentieren mit uns. Ja, das tun sie. Ja, die brauchen ja Nachschub. Neue Versuchsobjekte. Mhm. Oh nein, der Schnodder hat mich. Was beißt mich denn da? Das ist sein Schoßtierchen. Seine Schoßtierchen. Ein unerwartetes Resultat. Ja, du hast gedacht, du lebst noch ein Weilchen, ne? So, Schatz. Nee, der ist da drüben irgendwo. Hinten, unten? Oh, im Pool muss ich da tauchen. Aufplatzende Made. Guck mal, da haben wir was Neues. Animierter Krumor. Oh, den gucken wir uns mal an. Und sogar grün. Mhm. Die anderen beiden. Oh, wir haben zwei grüne. Sind die irgendwie unterschiedlich? 202, 200. Okay, der hier hinten ist besser, ne? 202, 237, 204 und 240. Dann nehmen wir den hinteren. Und den hacken wir um. Oh, was ist denn das? Animierter Gummis. Pampe taucht in eine Schlammpfütze ab und ist eine Runde lang unangreifbar. Ach, sowas liebt man ja. Ach, das... Hey? Okay. Ich habe schon gerade geklickt. Die eine Runde habe ich mich ja gebufft, von dem her gar nicht so wild. Manchmal ist das sogar willkommen. Oh ja, dann tauschen wir unseren grünen, wenn wir dann gleich mal gegen den lilanen ein. Mal gucken, ob der auch irgendwelche Specials dann macht. Okay, den machen wir jetzt kaputt. Zurück. So, und da mein Düsterschnabeljunge jetzt so alt aussieht, nehmen wir als nächstes mal unseren Panda. Ja, sowieso nichts zu tun. Oh, und macht schon viel. Oh, hier, guck mal. Hihi, weg ist er. So, jetzt kommt mein animierter Kugo, den ich haben möchte. Ich glaube, ich hau ich den jetzt nochmal mit ihm. Ja, komm. Oh, oh, oh. Schließlich. Nochmal. Dann wechseln wir mal auch unser Fröschel. Der macht nicht ganz so viel Schaden. Oh, der hat sich geheilt. Ah, das ist einer mit Heal, ne? Heilt 3 Runden lang pro Runde. Oh, aber 8 Runden Cooldown dann. Ja, okay. Der hat sich halt jetzt komplett geheilt. Kann ich auch. Hup, huck. Okay, jetzt müsste er aber fertig geheilt haben, oder? Den trotzdem einigermaßen runterkriegt mit dem Fröschel, sonst tausche ich nochmal. Weil der Heileffekt ist ja mega cool. 4 Runden. Also jetzt. Hat er noch einen Leech? Schleimt den Gegner ein und fügt ihm Schaden zu. Entzieht dem Gegner 10% seiner... Der hat ja nur Heilzeug.
Wie fies! Da muss ich mich dann doch nochmal, auf ein anderes Pad wechseln. Das dann erstmal ein bisschen mehr reinhaut. Sonst wird das nix. Dann nehme ich jetzt mal Panda Baby. Der heilt sich erstmal. Dann kann sich der andere heilen von mir aus. Und erstmal seine Cooldowns hier verprassen. So, und aber einen hat er noch, ne? Trotzdem, wir machen hier mal unseren Crit. Und dann hauen wir mal rein. Naja, war nicht so sonderlich. Es war auch schon... Könnten wir eigentlich besser. So, dass ich wieder heilen. Oh. Das ist fies. Jetzt müsste ich eigentlich mich schon wieder heilen. Jetzt hat er hier noch zweimal Cooldown. Ach komm, wir machen Pokern mal. Oha! Und jetzt schnappen wir ihn uns. Beim ersten Mal! Vielleicht lasse ich wieder. Hoffentlich nicht zu viel. So, jetzt aber. Los! Ja, wir haben ihn. Boah, der ist ja echt fies. Der ist fies mit seinen ganzen Heals hier. Pampe wiederbeleben, Blut abzapfen, Schleimspur. Krass. Okay, wir wollten eigentlich zum Schatz, ne? Ah ja, da hinten liegt was. Oh, ein abgestürzter Kyrianer. Eine verletzte Kyrianerin ist hierher gekrochen, um außer Sichtweise zu sterben. Ihre Hände umklammern eine kleine Schachtel. Nehmt den Kasten. Kyrianisches Andenken. Oh, eine handgeschriebene Notiz und eine Kette. Rekonstruiertes Familienmedaillon. Ausdauer, Tempo, Vielseitigkeit. Und hier steht... Mein Herzblatt, ich gestehe, dass ich mich erinnere. Wie durch ein Wunder hat mich dieses Echo unserer gemeinsamen Vergangenheit gefunden. Ich habe es behalten, und damit auch die Erinnerung an uns. Vielleicht war das mein Untergang. Ich habe das Vertrauen der Archon enttäuscht und bin so diesem Albtraum zum Opfer gefallen. Doch dein Funke tröstet mich in meinen letzten Augenblicken. Niemand kennt das Schicksal hinter dem Horizont. Doch ich hoffe, wieder mit dir vereint zu werden. Ja. Leider kann ich beides nicht gebrauchen. Freunde der Krummel machen hier ein gutes Geschäft. Das kommt weg. Die kommt weg. Umhang. Weg. Und die Kette. Das Herz von Azeroth ist halt einfach immer noch viel besser. Dann brauchen wir noch einen, den wir um die Ecke bringen sollen. Da ist sie ja schon. Ihr werdet unsere Armee nähren. Ja, das Maldrazit saugt sie komplett aus. Ich rieche die Ahnima in der Luft. Zeug. Ich muss zu den anderen. Halt, wir looten. Immerhin zwei Stöffle. Okay, gibt's hier sonst noch was, was ich noch nicht hab? Nee. Jetzt muss ich irgendwie hier wieder rüber. Diese Magie. Was machen sie mit meinen Geschwistern? Oh, Baron Harles. All diese Gräuel. Wie sollen wir euch vertrauen?
vertraut mir oder auch nicht. Dafür stehen die Matratzi nicht. Ich würde erstmal gern nach dem Schatz suchen. Ja, in der Mitte. Ich weiß nur nicht, was passiert, weil das in der Mitte dieser Arena ist. Oh, wir sind trotzdem mal mutig. Alice Henkelmann. Fingerfood mal 7, deliziöse 10 mal 2 Leichenreanimator. Wir lesen gleich mal, wenn wir hier außer Gewahr sind, die Sachen bewirken. Das ist wahrscheinlich irgendein Bufffood oder so. Also mal gucken. Ja, Omnom. Starkes alkoholisches Getränk und nochmal Omnom. Deliziöse 10. Das ist bestimmt Geschmackssache. Maldraxus würdigt euch. Es scheint, als ob einer der Barone des Hauses diese Operation überwacht. Und er ahnt nicht, dass wir frei sind. Wir könnten ihn überrumpeln. Aber nicht den Fetti hier, oder? Doch, einer der Barone. Vielleicht ist noch nicht alles verloren. Die Leichname werden zur Weiterverarbeitung in diese Grube gebracht. Ihr Fleisch wird verflüssigt und erstarrt, bevor es zu neuen Konstrukten geformt wird. Wir können die Produktion aufhalten, indem wir die Animate vorzeitig aus dem Becken extrahieren. Nehmt dafür diesen Haken. Lasst euch nicht von Baron Harleys erwischen. Oh ja, seine Grausamkeit wird sogar in seinem eigenen Haus gefürchtet. Viras Anschlag auf das Haus der Konstrukte mag ein Fehlschlag gewesen sein. Aber wir können sie immer noch bluten lassen, da wir jetzt hineingelangt sind. Tötet so viel ihr könnt. Ich werde die Köpfe hinter diesen neuen Produktionsunterfangen jagen. 15 Streitkräfte getötet. Lasst eure Verbündeten nie im Stich. Er hat bestimmt auch noch Rachegefühle. Fleischnarts Handschrift. Schafft eine Ablenkung, während ich ihn aufspüre. Sind alle Maldraxi so blutrünstig? Ich glaube ja. Das ist halt einfach, diese tapferen Heldenkrieger werden halt hier eingereiht in dieses Areal. Mehrwegs mag es nach Blut dürsten, aber ich will meine gefallenen Brüder vor einem grausamen Schicksal bewahren. Die meisten der anderen Kyrianer wurden entweder im Kampf getötet oder kurz nach ihrem Eintreffen hier. Wenn ihre Leichen für diese Grube gedacht waren, können wir sie vielleicht bergen, bevor sie hineingeworfen werden. Nehmt die Provoste mit und sammelt die Leichen meiner Brüder ein. Ich lasse nicht zu, dass man Monster aus ihnen macht. Helft Kuh und Koa, 6 verlorene Kyrianer zu bergen. Auf dass wir diese Tragödie überleben. Tragen die die dann so auf sich, sozusagen? Oh, jetzt bin ich ganz schwarz. Ah, das ist von dem... Der Lilane macht einen lila und spuckt einen auch gelegentlich mal an. Wie der andere auch. So, was haben wir denn hier drüben noch? Können wir den hier mitnehmen? Nee, der ist komplett verloren. Was haben wir denn da? Eine Bahre, eine Last, die es sich zu tragen lohnt. Findet kyrianische Ausrüstung? Hippokos, vielleicht könnt ihr einen dieser Prätoren reparieren. Okay, also die schleppen jetzt die Bahre und da kommen die dann drauf. Okay. Ups. Nummer 1. Wie viele müssen wir? 6. Gehen wir erstmal außen rum. Und ich glaube... doch, da unten müssen wir auch was machen. Okay, wenn der jetzt in... Nö, jetzt steht er still. Ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt in die Richtung läuft, dann können wir ja hier hinter ihnen... Aus diesem neuen Fleisch werden wir eine Armee aus Konstrukten schaffen. Okay, wir ziehen mal. Kann mich gar nicht bewegen. Okay, man zieht sie raus und muss sie dann plätten. Alles klar. Aber hier kommen bestimmt nicht 3 raus auf einmal, oder? Ah, doch, sehr praktisch. Ich muss sie nicht so oft ziehen. Geht schneller. Sind die süß. Also was heißt süß, aber klein und futzelig. Dann machen wir mal lieber die Dreier-Kombos. Dann geht's ein bisschen schneller. Sogar 4.
wie so Goblins, Gnome, irgendwas aus Diablo. Oh, jetzt kommt er schon da hinten wieder. Dann gehen wir mal hier rüber. Die drei vielleicht. Oh, nur zwei. Oh, wir brauchen ja auch nur zwei. Nur noch zwei. Okay, dann... Ich glaube, der Rest ist eher... Oder liegt hier irgendein Koreaner? Oh, da hinten ist auch so ein fetter Kahn. Wo sind denn eigentlich die Barenträger? Abgeblieben. Die sind ja gar nicht mehr jetzt mit dabei. Ja. Doch, da kommen sie wieder. Die gibt's, die sind nur außerhalb wahrscheinlich, weil die nur da irgendwas einsammeln können. Was ist das? Können sie aber nichts machen. Auch wenn es fast hinüber ist. Ja, mal gucken, was passiert. Nicht loslassen, Kuh! Mein Ziel. Okay, da geht gar nichts. Ja, festhalten! Schwer! Ach komm, hab euch doch nicht so. Loslassen, Kuh! Baron Harlis hat wieder angehalten. Was müssen wir denn noch machen? Das war doch noch was Drittes, oder? Schwer! Einen noch. Nicht loslassen, Kuh! Es wird noch schwerer werden. Wir müssen hier noch Kräfte töten. Waldkräfte. Die sind praktisch. Geben Leder, Futter und... Boah. Fallen schnell um. Also irgendeine Waffe. Koreanischer Wurfspeer mal wieder. Wie haben wir denn jetzt den Plünderer hier? Wieder aufgeschreckt. So, hier kriegt ihr euren letzten. Ach komm. Jetzt müsst ihr aber eigentlich gar nicht mitkommen, sondern könnt zu eurem Kollegen wieder gehen, oder? Wir suchen erstmal noch hier. So viele gibt es hier gar nicht, ne? Von diesen Streitkräften. Der hier frei sein, oder? Nee, dann ist er total schwach und hat nur noch 500. 500.000. Nur noch. Ist ja gar nichts. Die gelten ja nicht, die Kleinen da. Da hinten. Zu viel Geraffel. Ich habe jetzt ganz, dabei. Ganz viele Waren. Also gut, machen wir mal weg. Den Haken brauche ich eigentlich auch nicht. Alles gut auf euren Reisen. Nee, mein armes Päckchen, mein liebes Päckchen will ich natürlich nicht looten. Und die fahren halt hier unermüdlich hinter mir her.
Dauert doch einiges. Ein bisschen. Einiges. Bis hier die 15 zusammen sind. Aber wir haben es gleich. Na komm. Kriegen wir den noch? Oh ja. Der kleinen Eule hier ein bisschen helfen. Der dicken Eule. Ich finde es so schlimm, wenn jemand so ein Pet hat. Was machen? Nee, nur abgeben, ne? Oha, wo sind wir denn hier? Ein Portal. Gibt es etwas zu berichten? Hab Dank. Sie hatten Besseres verdient als das. Die Produktion neuer Konstrukte zu verlangsamen, sollte unseren Soldaten etwas Aufschub gewähren. Selbstgefälligkeit ist der größte Feind des Soldaten. Keiner ist in Zeiten des Krieges sicher, nicht einmal hinter den Mauern der eigenen Festung. Zeigt keine Schwäche, keine Gnade. Wir müssen durchhalten. Hab Dank, Luna. Sie mögen verloren sein, doch wenigstens werden ihre Überreste nicht geschändet. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht gesehen, was er damit gemacht hat. Und hier ist hier durchgeleitet worden. Muss ich nachher nochmal gucken, ob man das sieht. Ich habe so auf den hier geachtet, aber die müssen ja dann irgendwie hier abgeladen haben. Also die Leichen oder Körper. Und er muss ja irgendwas damit gemacht haben, sonst hilft das ja nichts, wenn die hier rumliegen. Das gucke ich mir dann nochmal an. Vielleicht habt ihr ja drauf geachtet oder wisst's. Solche abscheuliche Grausamkeit. So, und was machen wir jetzt hier? Bleib standhaft. Wie ich es vermutet habe, führen Fleischnarzassistenten die Arbeit aus. Was immer sie konstruieren, wir müssen es zerstören. Sie haben die Kammer mit einer Seelenbarriere und mehreren Gallspuckern gesichert. Wir müssen einen Weg hindurchfinden. Thales sagt, er hat einen Vorschlag. Findet einen Weg an der Seelenbarriere vorbei. Unsere müssen da durch. Thales? Thales? Eine Ahnung? Du kennst dich doch aus mit solchen Sachen, oder? Wir kämpfen Seite an Seite. Wir müssen fliehen und der Archon berichten, was hier geschieht. Wie würdet ihr die Barriere durchbrechen? Hippokos hat unter den gefallenen Kyrianen einen Prätor gefunden und ihn repariert. Da dieser keine Seele besitzt, sollte er die Barriere durchqueren können. Unter eurer Führung könnte er die Verteidigung ausschalten und uns so den Weg freimachen. Oh, cool. Auf dass wir diese Tragödie überleben. So ein kleiner Roboter dann. Kleiner ist gut. Ja, okay, es gibt ja riesige. Von dem her ist der natürlich klein. Ich muss aber trotzdem, glaube ich, auf diese solchen Dinger da aufpassen. Ihr müsst unbedingt meinen Anweisungen folgen. Okay, er kann undurchdringlich schützt einen Prätor vor gefährlichen Umgebungsschaden. Okay. Der läuft auch ganz langsam. Kann ich hier nicht einfach. Ah, okay, der läuft nur geradeaus. Machen wir mal hier Schild. Wie lange hält der? Ah, nicht sehr lang. Ich kann... Doch. Ah, dann muss ich so... Okay, alles klar. Oh, ich glaube, das hätte sogar jetzt noch gereicht. Okay. Jetzt drehen wir ihn heimlich. Eins. Zwei. Oh, wo sind denn die anderen beiden? Oh, wären die schon vorher gewesen? Oh, die wären schon vorher gewesen, sehe ich gerade. Ah, beim Rückweg. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Das heißt, ja doch, das ist gar nicht so unpraktisch. Wobei, den ersten hätte man schon vorher abschalten können. Aha. Und dann hätte man da gar nicht durchgemusst.
Wenn Fleischnarr am nächsten zurückkehrt, weiß ich das. Wird er erfahren, dass ich, Malkrex, seine Forschung abgeschlossen habe. Kyrianisches Fleisch wird zum ultimativen Konstrukt. Er wird außerdem merken, dass ihr das Fleisch nicht von Erinnerungen gereinigt habt. Unfug! Sobald wir eine Maldraxi-Seele einsetzen, bringt sie die letzten Echos der Gehirnwäsche der Bastion zum Schweigen. Okay, die pfuschen auch untereinander. Ah, es hat sich gerade bewegt. Die Kyrianer-Teile kämpfen um die Kontrolle über das Konstrukt. Oje. Da guck mal hier, das sind doch Hände, oder? Lauter Hände, die da rauskommen. Ich glaube, ich sollte hier schnell mal agieren. Nun, erfolgreiche Fleischvorbereitung hängt von vielen komplizierten Faktoren ab. Vielleicht hätte ich etwas mehr... Mehr? Okay, hier sind auch diese Hände. Aha! Also habt ihr beim Prozess gepfuscht. Pfuscher. Wir geben erstmal ab. Gibt es etwas zu berichten? Anscheinend sind diese Kyrianer widerstandsfähiger, als ich angenommen habe. Lasst uns ihre gefallenen Brüder rächen. Ein Konstrukt gänzlich aus kyrianischem Fleisch. Ein Verrat an allem, wofür Maldraxus steht. Wir müssen die Schattenlande und all ihre Bewohner verteidigen und sie nicht abschlachten oder ausnutzen. Kommt, Luna. Wir machen dem ein Ende. Besiegt Charix, den Fleischformer, und seinen ersten Lehrling Malkrix. Lasst erledigt diese Verräter! Na mal los. Welchen machen wir zuerst? Den linken. Oh. Das erinnert mich doch sehr an die Bosse im Pre-Event. Warum immer da so. Wobei, die waren immer schwarz, die Dinge. Mein Genie muss fortbestehen. Ich glaube aber, das wird's nicht. Seelenverschmolzenes Konstrukt untersucht. Oh, vor allem das ist halt so blau von der Haut, von den Kyrianern. Und jetzt vernichten wir ihr Lieblingsprojekt. Wartet! Tut ihm nichts! Es ist ja ein Kyrianer, oder besteht aus Kyrianern. Wir müssen durchhalten. Ich höre etwas in diesem Konstrukt. Etwas Bekanntes. Die Seelen der gefallenen Kyrianer. Ich kann ihren Schmerz und ihre Verwirrung spüren. Sie existieren in dem Konstrukt weiter. Bitte, wir dürfen es nicht zerstören. Damit würden wir die Seelen meiner Brüder in die Vergessenheit verbannen. Vielleicht können sie uns helfen zu entkommen. Ich werde die Seelen im Konstrukt besänftigen, während ihr es führt. Übernehmt die Kontrolle über das seelenverschmolzene Konstrukt und entkommt dem Hause. Vertraut auf den Rest meiner Kyrianer. Sie bringen uns in Sicherheit. Okay. Welch eine Macht! Wir könnten sogar ihren Baron töten. Aha. Okay, wir sitzen jetzt alle da oben drauf. Und meine gefallenen Freunde rächen. Und können große blaue Faust, reinigendes Speien, das ist ein Area, und Stärke der vielen heilt den Zaubernden. Okay. Baron, wir kommen. Streitkräfte des Hauses der Konstrukte. Okay, die sind hier alle Platz. Da, guck mal, da hat es schon welche. Okay. Ein bisschen lahm, oder? Und die Faust. Wir testen erstmal, was das alles so kann. Und was das für ein Cooldown hat. Okay, das geht. Und das Spein ist auch schon wieder ready. Okay, dann sammeln wir mal so ein paar um uns. Dass es schneller geht. Und ich glaube, der Baron ist gerade schon in Fight. Den sollten wir vielleicht auch mal kurz anschlagen, damit wir den Kill haben.
PG, sage ich da nur. Pechkett. Jetzt haben wir, guck mal, wir haben schon 54. Jetzt sammeln wir einfach noch mal eine Runde ein. Wir können uns mal heilen. Ist da der Cooldown? 30 Sekunden. Oh Gott, das ist alles sehr human. Da habe ich schon längere Cooldowns gehabt. Ich denke da immer an den Twim in Wrath of Lich King, der mir des Öfteren mal weggereckt ist. Komm noch mal kotzen. Gleich hinüber. Es wird trotzdem gleich hinüber. Ah, heil dich! Ja, okay. Wir müssen noch mal. Aber wir haben ja schon so viele. Es fehlen nur noch so ein paar. Stopp, stopp. Okay, jetzt ist hier voll. Nehme ich aber trotzdem noch ein paar hier mit. Ich stand bloß nachher vorhin komplett blöd dafür, dass ich hier das hier geprustet habe. Ach, wir haben es geschafft. Und wo müssen wir jetzt hin? Ach, jetzt erst den Baron töten. Ach, wie doof. Das heißt, aber da vorne wird er schon wieder bekämpft. Da ist gerade jemand dran, oder? Ja. Machen wir das mal zu mehreren und dann geht es. Aber ihr... Nein, das hat schon mal jemand behauptet. Jetzt müssen wir noch den Ausgang finden. So, mach ich mal auf Sicherheit, dass wir hier nicht doch noch umfallen, kurz bevor wir im Ziel einlaufen. Sieht schon toll aus. Schnell! Auf den Hügel! Jetzt kann er auch schneller laufen. Wo muss ich hin? Auf den Hügel! Ach, er läuft von allein. Ich muss gar nichts tun. Da, wo wir vorhin waren mit dem Flugpunkt. Und Rune der Macht. Die nächste Rune. Die Macht, eure Feinde zu zerschmettern. Ich spüre eine Macht in der Luft. Oh ja, und es wird immer mehr. Seid gegrüßt. Wir sind entkommen. Wir erholen uns hier erstmal. Zumindest, bis wir einen Weg zurück zur Bastion finden. Habt Dank, dass ihr mir gezeigt habt, was Mut bedeutet. Gebt die Hoffnung nicht auf. Meine Klingen stehen euch zu Diensten. Die Runen auf dieser Klinge. Dieselben, die auf der Tür zum Sitz des Primus eingegraviert sind. Und eine von ihnen leuchtet. Ist das, was ich glaube, dass es ist, Luna? Eine Macht. Habt ihr die Mittel, um den Sitz zu entsiegeln? Oh ja. Falls ja, war Viras Schlachtzug vielleicht nicht umsonst. Schachzug. Dies könnte den Ausgang des ganzen Krieges ändern. Ermächtigt die Rune der Macht am Sitz des Primus. Wir diese Klinge. Ich werde Vyras Bericht erstatten. Ich spüre. Und dann sehen wir uns am Sitz des Primus. In der Luft. Alles klar. Diese Klinge. Ihr seid eine Legende, die ich selbst sehen will. Du siehst mich doch. Oder meinst du die Klinge? Oh, da oben ist eine Quest. Guck mal. Eine Kiste. Eine von Spinnennetzen überzogene Kiste mit diversem Gelehrtenzubehör steht zufällig auf dem Boden. Sie scheint von einem Mittler hergestellt worden zu sein. Vielleicht ist der Besitzer in der Nähe. Findet den Besitzer. Irgendwo da oben, ne? In der Höhle. Oh, vielleicht kommen wir ja von hier. Nee, das ist ein bisschen arg weit weg. Oh, guck mal, da ist ein Bereich, den wir noch gar nicht gesehen haben. Da kommen wir aber von hier auch. Oder besser hin.
Grabmal des Wissens. Ah, das ist doch auch ein... Nein, das ist ein Oribosser. Wie heißen die? Kann ich euch mit meinen oh, mein gestohlenes Zubehör. Welch ein Glück. Ah, Sterbliche, was für ein Glück, dass ich, der demütige Tyran, zufällig hier stehe, während ihr, der Fremdling, der in aller Munde ist, zufällig vorbeikommt. Es gibt eine Angelegenheit, die ich im Geiste der Zusammenarbeit und der gegenseitigen Interesse gerne besprechen möchte. Ein nahegelegenes Bauwerk, das Grabmal des Wissens, wurde als Aufbewahrungsort für militärische Strategien erbaut. Ich fürchte, das darin enthaltene Wissen könnte bald verloren gehen. Wenn ihr mir die Ehre erweist, mich zum Grabmal zu begleiten, kann ich euch mitteilen, was ich sonst noch weiß. Folgt Tyran zum Grabmal des Wissens und hört euch seinen Vorschlag an. Ihr habt ein Schnäppchen gemacht. Gut gefeilscht. Okay, ich freue mich ausgesprochen, euch kennenzulernen. Erzählt mir von dieser Gelegenheit. Denkt dran, alles hat einen Wert. Ausgezeichnet. Begleitet mich, ja? Im Grabmal des Wissens werden Werke der größten Strategen, die je in den Armeen von Maldraxxus gedient haben, aufbewahrt. Nach dem Verschwinden des Primus wurde das Grabmal magisch versiegelt. Guck mal, das sieht auch aus wie so ein Runending. Die Überreste dieser Energie haben Verschlinger angezogen, unersättliche Kreaturen, die sich von den Energien, die sie finden, ernähren. Da zum Beispiel ein Schmauser. Verschlinger, Schmauser. Sauger. Maden. Sie zerren an den Grundfesten der Einrichtung. Bald werden die Gebäude und alles darin werden sie zerstören. Sieht man das irgendwo schon? Nee. Da um die Ecke. Ah, da sieht man was. Ein hoher Turm. Mit eurer Hilfe könnte ich das Grabmal betreten und wichtiges Militärwissen retten, bevor es für immer verloren ist. Gerüchten zufolge gibt es im Turm zahlreiche Fallen, denen man abzuweichen muss. Bin allerdings davon überzeugt, dass sie jemanden mit euren Fähigkeiten keine Schwierigkeiten bereiten werden. Ich fürchte, die Zeit drängt, wie ihr Sterblichen sagt. Wir sollten uns sputen. Ah, sieht auch wieder aus wie ein Teleporter da. Alles ist Sterbliche, seid ihr bereit, mir zu helfen, diese wertvollen Schriften zu retten? Bis zur nächsten Transaktion. Wer hätte das gedacht? Ein einfacher, bescheidener Mittler wie ich arbeitet mit der sehr besonderen Fremden. Ihr seid immer ein geschätzter Kunde.